Familie Meier hat im Sommerurlaub eine Reise nach Finnland geplant, weil sie dort ein paar Verwandte besuchen wollen. Max freut sich darauf, den Polartag zu sehen. Lisa will endlich entdecken, was die Scheren sind. Aber Mama und Papa sind auf das Lappland gespannt. Mama, wusstest du, dass in Finnland im Sommer bis 28 Grad Celsius werden können? Im Gegensatz zum Winter werden es bis minus 40 Grad. Papa, erzähl mir mal was über den Polartag und über die Polarnacht. Also im Sommer geht die Sonne einen Tag lang nicht unter. Darum auf Polartag. Und im Winter geht die Sonne auch einen Tag lang nicht auf. Darum auf Polarnacht. Mama, ich habe in einem Buch mal gelesen, dass in Nordeuropa fast nur Nadelwälder sind und dass Kiefern und Fichten wertvolle Rohstoffe sind. Max, wusstest du, dass die Hauptstadt von Finnland Helsinki ist? Nein, aber dafür weiß ich, dass es bestimmte Traditionen in Finnland gibt, zum Beispiel das Rentierrennen oder die Elchjagd. Es gibt in Finnland 187.888 Seen und es gibt in Finnland 2.400 Tierarten, zum Beispiel Bären, Schneehühner, Rentiere, Elche, Schneehasen, Luchse und Füchse.